Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Wochenendfolge Horse Reality auf Cuddy Gaming. Es ist soweit, ich habe meinen ersten Nachwuchs und ich nehme jetzt gerade um 14.06 Uhr auf und ich habe vor 6 Minuten mein zweites Fohlen bekommen. Ich zeige euch erstmal grob, was sich so geändert hat. Ich bin jetzt mittlerweile Level 41 und bin auf Schnapszahl Platz 111 aller Spieler. Ich habe schon relativ gut Erfahrungspunkte mittlerweile gesammelt. Bin finanziell ein bisschen runter mit etwas über 33.000 generell, weil ich einfach einige Pferde jetzt nochmal von Zuschauern gekauft habe, die ganz gut in meine Zucht reingepasst haben und entsprechend natürlich dann auch Boxen dazu kaufen musste. Ich liege jetzt bei 44 Pferden, das heißt, ich kann nur 6 Boxen von normalen Credits dazu kaufen. Danach müsste ich DP kaufen. Und auch da seht ihr, es hat sich einiges getan. Ich habe deutlich weniger DP als in der letzten Aufgabe Delta Points, denn ich habe einige Pferde altern lassen. Ja, und da gucken wir jetzt doch direkt mal rein. Also hier, ich habe eine Notification bekommen, dass Belle ein Fohlen bekommen hat. Und ich würde sagen, da gucken wir gleich mal rein. Ich will mal fix noch schauen hier, Riding School. Ja, hat sich auch was getan. Bin jetzt hier dabei, Pferde bzw. Fohlen für Shows rauszuputzen. Dauert 12 Minuten, bringt, ich glaube, 125 Credits pro Pflegen. Und ich glaube 7 Erfahrungspunkte. Wenn ich jetzt bei 80 Klicks, geht bis 150 und dann schalte ich das nächste frei. Also ihr seht, ich bin da recht fleißig dabei. Und auch beim Studieren bin ich fleißig dabei. Ich habe jetzt schon 8 Subjects fertig. Das heißt, wenn ihr das Video seht, werde ich definitiv schon 9 haben. Hier unten Iron Metal Processing, Material Processing Iron bin ich momentan dabei. Das muss ich noch zweimal weiter studieren, dann habe ich auch das abgeschlossen. Ich habe es jetzt halt echt erstmal so gemacht, dass ich alles, was eine Stunde geht, gemacht habe, wie ich es letztens erklärt habe. Vom Schlafengehen habe ich immer das gemacht, was am längsten dauert. Nämlich hier das Sattel anpassen mit 3 Stunden. Ihr seht, es ist auch schon mit 60% abgeschlossen. Das ist ganz gut, dann verliere ich nämlich keine Zeit, das würde ich euch auch so empfehlen. Und dann kommen eben am Anschluss die Sachen, die anderthalb dauern und so weiter und so fort. Lemonade, das weiß ich jetzt auch, was es ist. Das ist Hufrehe. Das heißt, ich werde ein Hufrehe-Spezialist. Das ist leider relativ häufig verbreitet und auch sehr schmerzhaft fürs Pferd. Aber ich musste halt erstmal googeln, was es denn ist. Gut, und jetzt meine Pferde. Ich weiß gar nicht mehr, die Achaltekina. Tamira hatte ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Ontaria ist neu. Ich mache jetzt hier mal alle meine Pferde der Reihe nach gleich auf. Also Ontaria ist neu, die kennt ihr noch nicht. Hat ein Star-Predicate. Die habe ich auch von der Zuschauerin gekauft. Hat ein ganz gutes GP mit 687. Und war sogar mal Day-Champion, alles auf gut. 8-mal First-Premium, 4-mal Second-Premium, also schon echt eine nette Sache. Und die habe ich jetzt momentan so weit, dass ich sie im dritten Training habe. Ground Training. Da ist Ontaria momentan drin. Gucken wir uns Tamira an. Ich glaube, samstags mache ich echt immer so eine Pferdetour. Samstags mache ich eine Pferdetour und dienstags zeige ich euch immer so ein bisschen den Rest. Gut, den habe ich euch jetzt auch eben wieder gezeigt. Ich bin ein bisschen... Lohnt sich das? 48% ist zu viel, wenn ich irgendwo schon 72 habe. Ja, auch Tamira ist hier im Ground-Training momentan drin. Bei den Arabern ist auch Zuwachs dazugekommen. Ein paar kennt ihr ja schon. Das hier also Belrien, mein Stütchen. Ach guck, die kann ich aufleveln. Die kann ich jetzt auch ins dritte Training schicken. Das ist gut. Das ist gut. Dann haben wir hier Findigil. Der ist schon im dritten Training. Der ist schon fleißig dabei. Dann haben wir hier Melriel. Die kennt ihr, glaube ich, auch noch nicht. Immerhin Second Premium. Hat leider auch einige Werte nur auf Average. Es ist eigentlich krass, dass sie mit solchen Werten überhaupt Second Premium gewinnen konnte. Aber das ist das, was ich jetzt schon mal angesprochen hatte, dass es wirklich schwer ist, gute Araber zu finden. Das ist nicht leicht, das ist echt nicht leicht. Deswegen war ich auch recht froh, als mir Zambo angeboten wurde von der Zuschauerin, der einmal very good hat beim Schritt und ansonsten sogar überall gut. Guck mal, der hat auch nur Second Premium, das kann ich so gar nicht nachvollziehen.
Auf jeden Fall mega cool, dass ich den hier bekommen konnte, weil der ist auf jeden Fall vom Körperbau um Längen besser als alles, was ich sonst so habe. Ja, Kamargpferde, da hat sich auch das ein oder andere getan. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal zu Belle, die zeige ich euch mal. Und dann gehen wir auch noch zu Rarity. Wir gucken uns auch nochmal die Pferde an, die momentan im Verkauf drin stehen, hätte ich gesagt. Die anderen mache ich dann vielleicht so ein bisschen mal noch eher am Off. Ja, so sieht es aus, wenn eure Stute einen Fohlen bekommt. Ihr müsst dann nichts mehr extra machen. Ihr bekommt dann einfach eben so eine Nachricht, so eine Notification von wegen, dass das Fohlen da ist und dann ploppt es halt neben eurer Stute auf. Hier steht jetzt, dass du at the dam, ich habe keine Ahnung, was dam heißt. Das heißt halt nur, dass man gerade die Stute, die Werte der Stute hier sieht. Die ich übrigens auf Distanzreiten jetzt ausbilde, denn das wurde mir empfohlen. Es wurde gesagt, dass sie nicht glauben, dass sie überhaupt für irgendwas gut ist, aber wenn dann Distanzreiten, da ist sie momentan drin. Wir können ja gleich mal gucken, auf welchem Platz sie da gerade ist. Sie ist mit Sicherheit nicht mega gut, aber ach guck, sie ist sogar noch im Training. Warte mal, dann können wir mal kurz gucken. Competitions. View Results, läuft aber noch anderthalb Stunden. Oh, Belle ist schon aus den Platzierungen rausgerutscht. Hey, aber ich war nicht viel langsamer als Platz 2 und ich war generell nicht viel langsamer, wie ärgerlich. Ja, und wenn ihr dann auf das Fohlen umswitchen wollt, dann klickt ihr einfach auf das Fohlen und dann steht ihr, you're currently looking at the foal. Ist momentan hier noch auf 0 Monaten. Ich weiß nicht genau, Start Basic Training. Ich weiß momentan nicht genau. Ach, das ist jetzt. Hä, ist das Rarity? Ach nee, Rarity ist ja, genau. Belle, das ist das neue Fohlen. Ich weiß nicht genau, wann das umspringt, wann das Pferd eine eigene Box braucht. Das kann ich euch momentan nicht sagen. Ich weiß nur, dass ihr wirklich. Ihr könnt wirklich sofort ab der Geburt könnt ihr mit dem Pferd weitermachen. Ich kann nur irgendwie nicht auf die Stute zurückhüpfen. Das finde ich ein bisschen interessant. Ja, das hier ist ein Stütchen. Wie heißt denn... Nenne ich sie dann nach der... Nenne ich die Stuten nach der Mama und die Hengste nach dem Papa? Das ist eigentlich... das wird auch von Rasse zu Rasse unterschiedlich gemacht. Es gibt da, glaube ich, gar nichts so mega Allgemeines. Aber ich hätte eine Idee, wie ich sie nennen könnte. Was hat sie denn für eine Genetik? 557, at least choose reigning, also auch nichts Weltbewegendes, leider. Aber guck mal, wir könnten sie doch mal in so einer Confirmation Show anmelden, die Kleine direkt, um mal zu gucken, wie sie so ist. Enter. Sammy habe ich, glaube ich, auch noch nicht angemeldet gehabt, ich bin mir nicht sicher. Gucken wir auf jeden Fall mal. So. Oha, das sieht nicht gut aus. Ah, guck mal, aber immerhin, Second Premium und Sammy ganz weit unten, gerade noch so eine blaue Schleife. Aber hey, das Stütchen ist gar nicht so mies, nicht schlecht. Ja, das hier ist Sammy, den ich auch noch versorgen muss. Das ist der Sohn von unserer Rarity, das ist mein erstes Fohlen. GP ist okay. Second Premium hat er einmal gewonnen, jetzt wird er nur ein Third Premium bekommen. Er hat auch nicht den allergeilsten Körperbau, muss man wirklich so sagen. Health aber immerhin übrigens, immerhin wollte ich sagen. Health immerhin überall excellent. So, jetzt habe ich meine Worte in meinen Kopf geordnet. Hä, warte, warum hat er nicht? Ach, 20% hat er nur noch. Ja, dann können wir nur noch das mit 17% machen. Ja, und Figaro, auf den ihr ja momentan auch bieten könnt, der ist tatsächlich nahezu austrainiert. Also nicht mehr lang, dann kann ich den auf eine Disziplin spezialisieren. Und ich werde ihn definitiv auf Reining spezialisieren, wenn es dazu noch kommt, bevor er mich verlässt. Ja, und auch Lilly ist ja im Verkauf. Auch die ist schon sehr, sehr weit, wie ihr hier seht. Also kaum noch irgendwas, was sie lernen kann. 90%. Sie eignet sich übrigens, wenn dann für Reining. So, haben wir sonst noch was Neues? Genau, ich zeige euch noch meine beiden Isländer, die erwachsen geworden sind. Nämlich Saifur und Vanadis sind erwachsen geworden, sind beide auf Reining.
und ein bisschen durcheinander trainiert, immerhin 24% Trainingslevel, aber mit den beiden kann ich leider auch nicht wirklich was wollen. Aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Die beiden auf jeden Fall erwachsen. Im Übrigen habe ich sie hier schon decken lassen von Swazi, von diesem schicken Hengst hier. Finde ich sehr schön. Er ist auf Distanzreiten geskillt, hat einen 575er GP, nicht mega gut, aber hat hier wirklich guten Körperbau eigentlich und hat eine schöne Farbe vor allen Dingen auch. Von wem hatte ich Little Princess eigentlich decken lassen? Von Eldur. Von ihm hier. Finde ich auch super schick. Bin ich mal gespannt. Bei ihr dauert es noch ein bisschen. 9 Tage. 9 Tage, dann kommt der Nachwuchs. Geht aber eigentlich auch. Ja, Mustangs habe ich aktuell keine neuen mehr. Das zeige ich euch jetzt mal nicht. Bei den Oldenburgern ist jemand Neues dazu gekommen, nämlich der Argento. Argento A. Hat ein Star-Predicate und ist auch schon relativ weit mittlerweile vom Training. Also ich gebe mir wirklich Mühe, dass ich die Pferde möglichst schnell trainiere. GP nicht so mega gut, aber dafür einen sehr guten Körperbau. 11-mal Second Premium und 12-mal First Premium. Leider nie Day Champion geworden. Ich denke, der könnte ganz gut sein für mich. Und Samira habe ich noch nicht decken lassen. Da muss ich mir mal noch ein schönes Pferd raussuchen. Samira übrigens auf Eventing, also auf Vielseitigkeit, wird sie trainiert. Ist sie auch schon, ja, immerhin bei 19%. Immerhin. Und wurde sogar schon einmal Erste und einmal Zweite. Also immerhin. Also Samira ist momentan wirklich mein Erfolgsstütchen im Stall, könnte man so sagen. Die werde ich definitiv also auch mal noch decken lassen. Wisst ihr eigentlich, was es für einen Unterschied macht, wenn euer Pferd Ausrüstung trägt? Weil ich habe da bislang noch nichts gefunden. Muss ich leider sagen. Bislang habe ich dazu noch nichts gesehen. So, dann haben wir hier Damiana. Sie ist erwachsen geworden. Auf Dressur. Meine ganzen Trakehner sind alles leider Dressur-Trakehner, aber ne, ist halt so. Sie habe ich auch schon decken lassen, und zwar gestern, von diesem super schicken Trakehner. Der war irgendwie mega günstig in der Zucht drin, hat eigentlich ein ganz gutes genetisches Potenzial. Nicht den besten Körperbau, ja, überall gut, ja, und 28-mal Second Premium, aber auch schon Third Premium geworden, leider nie First. Das ist mir eigentlich wichtig zum Züchten, aber ich glaube, ich habe für den, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe 80 Credits nur hingelegt, um mit ihm zu züchten. Und ich finde ihn einfach von seinen Abzeichen mit der Laterne und den 4 weißen Stiefeln, finde ich ihn super hübsch. Und deswegen habe ich jetzt einfach mit Kira Dohl gezüchtet.